Ich überlege gerade, ob ich es einfach mal probiere. Aber ich glaube, wir sollten uns zumindest einmal zumindest ein kleines bisschen ausrüsten. Weil alles, was ja jetzt eigentlich noch kommt, ist ja tot. Hoffentlich von Garnon. Wir haben und sind aber echt gut ausgerüstet, muss man mal sagen. Ja, ach komm, eigentlich passt das. Eigentlich passt das. Wir haben. Husten. Wir haben Husten? Nein. Wir haben unsere Silberpfeile, die sehen jetzt übrigens so aus. Könnte man. Oder könnte einen so ein bisschen an die Lichtpfeile erinnern. Wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal. Ist gerade so. Als wäre da oben. Haha. So. Fehlen also nur noch drei Herzteile. Und dann haben wir jetzt auch dieses Schwert, was tatsächlich echt reinhaut. Muss man mal sagen. Für die haben wir immer relativ viel gebraucht. Reichen jetzt zwei Schläge. Meine Herren. Also würde ich sagen, Garnon, das wird schwierig für dich. Aber ich sag mal nichts dazu. Ich denke, ich werde hier nachher noch so ein kleines Recap machen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wie lange das jetzt hier dauert. Wir probieren es mal. So. Gönne, wer hätte gedacht, dass du kleiner Strolch wie du so viel Ärger macht, Satzbau. Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Arganim, zweimal besiegt hast. Aber in mir hast du deinen Meister gefunden. Das Triforce erringst du nie und nimmer. Ich werde dich vernichten. Dann werde ich Herrscher über beide Welten sein. Zwei Ausrufezeichen. So. Ich weiß gerade nicht mehr so richtig, wie das am besten lief. Wie man es am besten macht. Wir kriegen ihn so aber schon mal ich da ganz gut einen verpasst. Das ist erstmal nicht so spektakulär, aber es gibt ja einen Phasenkampf. Ich weiß nicht, ob man. Ne, so können wir jetzt noch nichts ausrichten. Hoppa. Oh, ich erinnere mich gerade nur dunkel dran, wie ich abgegangen bin als Kind. Weil das war. Okay, das war blöd. Das war schon episch. So, damit hätten wir die erste Phase. Okay, wir können immer noch nichts. Noch immer nichts ausrichten. Ah. Ich gehe jetzt gerade ein bisschen auf Angriff. Was vielleicht nicht die allerbeste Idee ist. Aber das war ganz okay. Okay, da haben wir schon die nächste Phase. Ja, 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 ja. Alles halb so wild. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen, okay. Also, etwas mehr auf Sicherheit gehen. Halb so wild, wir haben genug Feen. Ehrlich gesagt spiele ich mit denen auch tatsächlich bewusst. Also ich merke, dass das nicht so gut läuft, aber ich denke mir dann, ey, ich habe doch den Kram. So, das ist, verliere ich aber keine Energie. Ganz schön tapfer, Junge, aber gegen meine Kampftechnik bist du am Ende machtlos. Ich bin aber unsichtbar, Mister. Ach so, okay, jetzt erinnere ich mich. Müssen wir nicht machen. So. Und ich glaube, wir können ihn jetzt auch dann einen verpassen. Jawohl. So. Okay. Das sieht alles schon mal gar nicht so schlecht aus.
Das muss man natürlich auch erstmal rauskriegen. Kriegen wir noch einen hin? Nee. Na? Ach, da wieder mal. Zu schnell gedrückt. Ach, verdammt. Na, komm schon. Oh, okay, das war jetzt etwas ärgerlich. Wir hätten uns noch einen blauen Trank mitnehmen sollen. Ah, nein, jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß nochmal machen, ne? Naja, aber dafür sind wir jetzt mal hier. Hier ist auch schön. Ja. Sobald Garnon genommen wird, gib ihm den Rest mit den Silberpfeifenstein. Ja, ich... ja, danke. Es ist nicht so, dass ich es nicht... und so. Aber ihr merkt, das war als Kind schon... das war schon was. So, ich würde mich jetzt aber entsprechend ganz gerne... ja, erstmal mal vernünftig ausrüsten. Oh, das nervt mich. Das wäre jetzt tatsächlich wieder so knapp gescheitert sind. So knapp wird es wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da nur zwei, drei Pfeile gefehlt haben. Reicht das noch? Ja. Hm. 150. Ist ja verrückt. So, also. Ja, wir werden uns auf jeden Fall, wir haben nicht so viel Geld, ich weiß, aber wir haben ja grünen Trank kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich nehme mal einen roten noch mit. So. Okay, weil dann würde ich sagen, wissen wir jetzt, was wir zu tun haben? Wäre zumindest mein Ansatz. Oh Mann. Schade, ich hätte ihn gerne gewontried. Das wär's gewesen. Aber hey, es lief ja an sich nicht schlecht. Ne? Wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Ich weiß, ich sollte mehr den Zauberumhang nutzen. Und, damit sollten wir es eigentlich schnell kriegen. Wir haben jetzt einen roten, einen grünen, zwei Feen. Ich behaupte mal, das ist machbar. Jetzt nur blaue Tränke ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 38 Pfeile, passt. So, Garnon. Here we are again. Ja, ja, wir so viel Ärger gemacht, bla bla bla. Zweimal, ja, ja, und einmal hast du uns runtergehauen. Sei mal der Herrscher über beide Welten. Wir hauen dich jetzt trotzdem kaputt. Das ist aber auch einfach mal eine gnadenlose Mechanik, ne? Das ist fast schon. Dark Souls ist jetzt übertrieben, aber. So, wir hätten ja einfach rangehen können. Ach, Kacke. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Geht doch etwas schneller. Wenn man nicht so wirklich auf Gegner achten muss. So, dann dürftest du jetzt ja gleich mal ans Licht kommen, ne? Oh, 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 Hauptsache wir stehen nicht zu. So, dann machst du jetzt das Licht aus, ne? Ja. Toll, das lief exakt as planned.
Ich mache jetzt mal einen später an. Oh, nein, 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 nein. Oh, das wäre jetzt richtig ärgerlich gewesen. Oh, das ist auch ärgerlich. So, und zack. Das war Nummer 1. Muss auch noch tatsächlich beide anmachen, ja? Oh, weia. Okay, das hat gesessen. Komm, gib mir noch einen möglichen... Ach, Kacke. Es ist nicht so geil, wenn... Okay, jetzt warte ich mal eben kurz, bis beide aus sind, weil das hat so keinen Wert. Und ich nehme mal auch einen Trank. So. Okay, zack. Oh, ich, ey. Oh, ey, das ist doch nicht zu glauben. So, und dann nehmen wir auch nochmal einen roten Trank. So. Und dann wechseln wir auf das hier. Okay. Es hat wahrscheinlich echt nur ein Fall gefehlt. Ich möchte nicht sagen, dass das unglücklich war. Eieieiei. So, jetzt fällt ein bisschen die Anspannung ab, hoffe ich. Ladies and Gentlemen, das war Ganondorf. Ich glaube, wir haben das Spiel durch. Oh yeah. So, das jetzt genießen. Sei willkommen, Link. Ich bin das Wesen des Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Handelt es sich dabei um jemanden mit reinem Herzen, werden gute Wünsche wahr. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel auch Hyrule zu erobern. Doch du hast Ganon besiegt, seine heilvolle Macht und die Schattenwelt verschwanden. Das Triforce ist bereit für seinen neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Oh, jetzt Kindheit. Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ich habe gejohlt als Kind. Gejubelt. Weil es war echt schwierig, Ganondorf. Oh yeah. Oh, ist das schön. Oh, das ist so schön. Die Rückkehr des Königs. Oh, und das ist so gut. Das ist so befriedigend, das so zu sehen. So einen Abspann. Es ist so gut, wirklich. Ah. Und da sehen wir jetzt auch die Wächter, die wir die ganze Zeit umgebracht haben, wie die in echt aussehen. So, der gute Priester lebt wieder. Weil all das, was wir gemacht haben, einfach nochmal zurück. Sahasralasrala Heimkehr. Der ist zurück und alle winken sie. Da sind die Brüder und das ist ihre Mutter offensichtlich. Ja, die Geier dürfen auch wieder in die Wüste. Toll. Und da ist er. Wupp. So schön. Ja, der Ball und sein Freund, die haben sich zurückverwandelt. Und das sind sie beiden. Offensichtlich haben sie Spaß, auch wenn der eine den anderen offensichtlich jagt. Das bitte rausschneiden. Mein Onkel. Es war mein Onkel, er ist genesen. Dein Zuhause. Niemand ist gestorben, wollte ich sagen. Flossen zu verkaufen. Ja, sie haben alle versucht, uns umzubringen, aber hey. Die Hexe und ihr Schüler im Magieshop, auch die gibt es immer noch.
Aber die haben ja ganz gut Profit gemacht mit uns. Oh, das ist so ein schönes Gefühl gewesen damals. Ich fühle mich gerade total zurückversetzt in meine Kindheit. So, der nächste Baum muss dran glauben. Und der Junge mit seiner Flöte ist auch wieder dabei. Sieht so ein bisschen aus wie Link, ne? Man hat auch so eine Mütze auf und so. Ich bin da... Es ist sehr faszinierend. Ich bin mir nicht sicher. Königin der Feen. Da sind sie. Oh. Da wird umgehauen. Oh, sie verbeugen sich vor uns, weil sie sich so freuen. Es ist einfach... Also das ist ein Payoff, weil man wirklich das Gefühl hat, was geschafft zu haben. Und man wird nochmal richtig durch die Welt geführt, in der wir unterwegs waren. Und all die Figuren, die wir getroffen haben. Und es geht ihnen gut. Das ist, finde ich, eine Sache, die hat auch in Skyward Sword ist das passiert. Und, ich glaube auch in Wind Waker, da gab es eben auch sowas. Aber hier hat das noch so einen ganz anderen Charme. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es das erste Mal gewesen, dass ich sowas bekommen habe. Einfach nochmal so wirklich rekapitulierend, was wir alles gemacht haben, wen wir alles getroffen haben, wen wir alles geholfen haben und das jetzt noch so, ja, es geht allen gut, das ist einfach ein schönes Gefühl, ich habe das Gefühl, was erreicht zu haben. Der Dieb in den Wäldern. Toll. Ja, denen ist das alles egal. Und das Masterschwert ist ruht wieder. Für immer. Ausrufezeichen. Naja, für immer, aber gut. Toll. Oh, ist das schön. Es ist wirklich schön. So. Jetzt gibt's die Credits. Und für mich ist noch mal so ein bisschen Zeit, noch mal zu rekapitulieren tatsächlich. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie lange ich gebraucht habe. Es müssten, naja, ich sag mal so 6, 7, 8 Stunden waren es dann doch. Würde ich sagen. Ach, Takashi Tezuka hat hier Regie geführt. Guck an. Das ist interessant. Das habe ich gerade so nicht im Hinterkopf gehabt. Es ist und bleibt ein finde ich, großartiges Spiel. Ja, es war jetzt irgendwie ein, zwei Dungeon dabei, die, finde ich, ein bisschen, da hat man ein bisschen das Alter gemerkt. Aber die waren wahrscheinlich früher auch schon nicht so toll. Und ein Bossgegner, der war tatsächlich ziemlich lahm. Aber es ist insgesamt, also für mich natürlich immer noch mit der nostalgischen Note ein absolut großartiges Spiel, was, wie ich finde, auch es verdient hat, immer wieder mal neu aufgelegt zu werden. Also klar kann man das immer aus dieser, ja, Nintendo Recycled Spiel immer und immer wieder, aber es ist einfach ein unglaublich rundes Ding. Ich finde es so stimmungsvoll. Ich finde die Spielmechanismen gut. Ich mag diesen Wechsel von Tag zu Nacht sinngemäß, also von der Lichtwelt zur Schattenwelt. Ist natürlich von der Handlung ist das egal. Na, Held rettet die Welt, indem er irgendwie Frauen blablabla und der Böse und so. Das ist. Es passt aber dazu. Es ist so schön, es ist simpel. Es ist leicht verständlich. Man muss nicht groß überlegen, man muss der Story nicht so groß folgen. Es funktioniert einfach für sich. Und das Spiel will ja keine große Geschichte erzählen, sondern es will einfach ein Adventure sein, Action-Adventure, wo du einfach rumlaufen kannst und immer wieder das dazu denkst. Und es ist halt toll, dass du weißt, du gehst in den Dungeon rein und kommst mit einem neuen Item raus, was auch noch cool ist. Oder in dem Moment, wo du einfach das Schwert einfach mal irgendwo reinschmeißt, dann kriegst du plötzlich das goldene Schwert und also so ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, wo ich immer das Gefühl habe, belohnt zu werden für das, was ich tue. Und das ist vom Game Design eigentlich das Beste, was du machen kannst, dass du permanent das Interesse hast an dem, was demnächst kommt, weil die Dungeons sind ja auch wirklich, wirklich gut. Und ja, es gab ein, zwei Sachen, wo ich ja immer noch überlegen musste wieder mal. Und der letzte war ja auch wirklich herausfordernd, fand ich. Ist hier eigentlich auch, der Club Nintendo wird bestimmt auch gleich nochmal ernannt. Hier, Matsumoto, ne? Atsuko Matsumoto. Ist mir nur gerade ins Auge gefangen, aber der... Mal gucken, ich suche gerade... Weiß aber gar nicht, ob er beteiligt war, der Herr Moist.
Hm, na, werden wir nochmal sehen. Aber Club Nintendo wird garantiert gedankt. Spielverlauf. Was? Ah, oh, das ist gut. Hier sehen wir quasi, wie oft wir gestorben sind. Spiele. Wir sind einmal, ne? Das ärgert mich jetzt ja doch ein bisschen. Da sind wir das erste Mal, glaube ich, gestorben. Aber sind wir da Game Over gedanken oder was war das? Bin mir gar nicht sicher, was diese Anzeigen bedeuten. Spiel. Spiel 01. Achso, ich glaube das. Nee, kann aber auch nicht sein. Hm, komisch. Weiß ich gerade nicht, was das heißt. Versuche insgesamt 6. Aber was sind denn Versuche? Sind das wirklich die... Achso, ja doch, das kann sein. Das kann durchaus sein, dass das die... Aber die Feen-Nutzung kann es auch nicht sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein Ende. Ein tolles Ende. Ein schönes Ende, wie es sich anfühlt, wie es sein soll. Und man kann jetzt nochmal ins Spiel reingehen. Könnte man, glaube ich. Bin mir gerade aber gar nicht sicher. Kann auch sein, dass es hier einfach überhaupt nicht weitergeht. Man könnte jetzt natürlich das Spiel nochmal wieder anstarten und letztendlich noch ein bisschen hier ja, die drei Herzteile suchen. Aber ich lasse das mal. Ich finde es schön, wenn wir hier enden. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Ding nochmal nachzuholen. Ich werde auch noch ein anderes Super Nintendo-Spiel reinspielen. Ich werde da aber ein anderes Format für machen. Also keine Let's Plays in dem Sinne. Da ist, glaube ich, ja, A Link to the Past eine Ausnahme. einfach aus dem Grund, weil, wie gesagt, ich damit extrem viel verbinde und mir das ein sehr, sehr wichtiges Ding ist. Von daher wird das erstmal so in der Form, glaube ich, das einzige Super Nintendo-Spiel bleiben, was, beziehungsweise das einzige Retro-Ding sein, was ich so von vorne bis hinten mal durchspiele. Aber ich plane sehr, sehr viel. Ich plane mit anderen Super Nintendo-Spielen was. Ich plane auch mit anderen Nintendo-Spielen was. Ich plane mit allgemein allen anderen alten Spielen auch noch einiges. Deswegen werden wir uns auch in diesem Format, sage ich mal, in diesem Classic-Format auf jeden Fall wiedersehen. Mir hat es, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.